Du bist der, der mich gefunden haben wird. Ich schreibe dir dies auf. Ich bin die, die hier liegen wird. Ich will dir erzählen von den Mai-Meinen und von dir, die ich gewesen bin. Ich wurde hier geboren, in dem Bett, in dem du mich finden wirst. Der Name, den meine Eltern mir gab, ist Asya. Ich bin Asya. Die Mai-Meinen sagen Asyenka, weil ich die Jüngste bin aus dem Leib unserer Mutter. Asyenka habe ich lange nicht mehr gehört. Seitdem Gott meinen Bruder Sascha zu sich geholt hat, nicht mehr. 18 Winter sind seitdem vergangen. Und ich bin noch die Letzte. Ich bete jeden Tag, dreimal laut und einmal leise. Ich erzähle jeden Morgen dem Wald meine Träume. Ich habe meine Mutter begraben. Ihr Name war Alexandra Jakovna Dimitrieva. Ich habe meine Schwester begraben. Ihr Name war Natascha Alexeeva Dimitrieva. Ich habe meinen älteren Bruder begraben. Sein Name war Nikolai Alexeevich Dimitriev. Ich habe meinen Vater begraben. Sein Name war Alexei Dimitriev. Und ich habe meinen jüngeren Bruder begraben. Sein Name war Sascha Alexejewitsch Dimitriev. Das sind die Mai-Meinen. In dieser Reihenfolge hat Gott sie geholt. Sie liegen auf dem Berg hinter der Hütte, in ihren Gräbern unter ihren Kreuzen. Sie sollen nicht vergessen sein. Ich bin Asya. Dies ist mein 70. Winter. Ich lebe hier. Hier wurde ich gezeugt und geboren. Hier und drinnen. So wurde mir erzählt. Thank you.
Ich bin Asja. Dies ist mein 70. Winter. Ich lebe hier. Hier wurde ich gezeugt und geboren. Hier in Grimmen. So wurde mir erzählt. Das Drinnen ist die Hütte. Alles andere ist das Draußen. Ist die Tiere, ist was wächst, ist der Regen, ist der Schnee, ist der Wind, ist die Sonne, ist der Mond, ist die Sterne. Das Drinnen ist aus dem Draußen gemacht. Wir haben alles selbst erschaffen, aus Bäumen, aus Pflanzen, aus Häuten von Tieren. Von der Zeit davor ist nur noch die Heilige Bibel und ein Kessel ohne Boden. Das Draußen hört nicht hinter den Bäumen auf. Auch nicht hinter den Bergen oder dem nächsten Berg. Gott hat das Draußen sehr groß gemacht. So groß, dass man es mit einem kleinen einzelnen Leben nicht erfassen oder durchlaufen kann. Es gibt noch mehr als das Draußen, das ich kenne. Das Draußen hinter dem Draußen ist auch eine enge Versammlung mit vielen Menschen und Sünden. Stadt ist der Name davon. In einer Stadt stapeln sich drinnen aus Steinen. Haus ist der Name davon. In diesem Stein drinnen leben Menschen über und untereinander, damit sie nicht frieren und auch reinpassen in die Stadt. Gleich dem Kaninchen in einem Stein, so hat es Mutter gesagt. Das Draußen ist auch eine Versammlung von vielen Städten und Flüssen und Wäldern. Land ist der Name davon. Ein Land hat eine Grenze. Damit man sie sehen kann, bauen die Menschen eine Mauer oder eine Zahl. Aber eigentlich kann man sie nicht anfassen. Sie ist im Kopf drin. Die Flüsse und die Tiere wissen das nicht. In einer Stadt werden auch Sachen gemacht, wie Messer und Medizin. In den Ländern wird Krieg gemacht und Frieden. Erst hauen sie sich tot, bis dann Ruhe ist. Um mich herum ist auch ein Land. Russland ist der Name davon. Von all dem merke ich nichts. Ich fühle kein Land. Ich fühle nur Gottes Schöpfung. Um mich herum ist nur dieses Drinnen und dann draußen und in allem ist Gott. Gott ist im Regentropfen genau wie im Wildschweinkot oder im Mond. Pravoslavie. So haben es die Meinen gelehrt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Mutter und Vater aus einer Stadt hierher kamen und sie schufen das Drinnen. Ihre Stadt war weit weg.
Dort hatten sie auch ein Drinnen aus Stein gehabt, nicht aus Bäumen. In der Stadt gab es keine freien Bodentiere, nur Lufttiere, wie zum Beispiel Vögel oder Schmetterlinge, waren in der Stadt frei. Vater und Mutter waren auch nicht frei, weil sie einen Glauben hatten, den die anderen ihnen wegnehmen wollten. Und so geschah es, dass sie geflohen sind, weil Gott ihnen näher war als die Menschen in der Stadt. Mit Natascha und Nikolai auf dem Rücken, mit der Bibel, mit Saatgut, mit Messern und Kesseln und Werkzeug und Fellen und Decken und Stoff und Gott auf dem Rücken. Wie zwei Esel gepackt sind sie immer tiefer in den Wald gegangen. Tiefer, immer tiefer. Und dann haben sie eines Tages gesagt, hier ist es gut. Hier ist ein Berg. Hier ist eine Quelle. Hier ist eine kleine Ebene am Berghang. Hier haben wir Schutz. Hier sind wir weit genug weg. Hier findet uns keiner. Nur Gott kann uns hier finden. Und als sie angekommen waren, haben sie sich wieder in Menschen verwandelt. Da hatten sie schon einen Winter im Wald hinter sich. Denn mit kleinen Kindern kommt man nicht schnell voran.
sagte von ihm, er war bärenstark und konnte Bäume ausreißen. Aber in Wirklichkeit hat er eine Säge benutzt, um die Bäume zu fällen. Der Baumausreißervater war kräftig und groß und hatte eine hohe Stirn mit vielen Gedanken dahinter. Manchmal schlüpften sie aus dem Mund heraus, meistens aber durch die Augen. Vater hat uns mit Strenge den rechten Glauben gelehrt. Gottes Vaters Wort. Und wir haben alles aufgesagt, wie die Erde nach dem Sommer den Regen auftraut. Alles, was er wusste, habt ihr mit uns geteilt. Er hatte gute Zähne. Mutter hatte keine guten Zähne, aber Gott hat es gut mit ihr gemeint und gab ihr ein großes Herz, eine schöne Stimme und wache Augen. Sie hat uns lesen, schreiben, singen und Geschichten erzählen gelehrt. Mutter starb, als der Winter kam, der 9 Monate gedauert hat. Da war ich schon eine Frau und habe geblutet. Das war der Winter, der so hart und lang war wie kein anderer. Es hatte bereits getaut und die Erde wurde weich. Wir setzten die Kartoffeln und das Korn in den Boden. Aber dann kam der Winter zurück. Der Frost krallte sich lange in der Erde fest. Bis tief in den Sommer hinein hielt er sich, sodass unsere ganze Aussaat erfroren war. Das war der Winter, in dem wir die Rinde von den Bäumen, aus denen unser Tränen gemacht war, aufgegessen haben. Aber davon wurden wir nicht satt. Und der Winter dauerte noch im Rahmen. Dann haben wir Vaters Schuhe gegessen. Seine waren die größten. Aber es war noch immer nicht genug. Wir waren zum Jagen zu schwach. Da hat Mutter ihre Schuhe auch noch ihr gegeben. Und Gott hat sie zu sich geholt, weil die Schuhe nicht für alle reichten. Eines Morgens war sie einfach kalt gewesen. Das war der Winter, der 9 Monate dauerte. Als die Sonne stärker und die Erde endlich weich genug war, haben wir Wurzeln gegessen. Und als wir genug Kraft hatten, haben wir Mutter oben auf dem Hügel ein Grab gemacht mit einem Kreuz aus Holz. Wir waren sehr traurig. Nun mussten wir uns beeilen und für den nächsten Winter sorgen. Es bringt ja nicht viel Zeit und der nächste Schnee würde fallen. Zum Pflanzen hatten wir nur noch einige Erbsen und 2 Kartoffeln, die Natascha vor unseren Hungermäulern und dem Frost gerettet hatte. Und dann geschah das Wunder. Es war, als hätten wir Mutter gegeben, und dafür diesen Roggenhalm erhalten. Wir erbauten einen Zaun aus Holz darum, damit kein Tier sich diese Kostbarkeit holte. Wir bewachten diesen Halm wie ein Neugeborenes, Tag und Nacht. Und Gott war gütig. Wir ernteten 18 reife Roggenzahnkörner. Die haben wir in den nächsten Jahren in die Erde gelegt. Und dann hatten wir schon über 300 Körner. Und im Jahr darauf dann so viel, dass wir wieder davon essen konnten. Um den Garten kümmerten sich nach Mutters Tod hauptsächlich Natascha und ich. Wir versteckten jeden Winter etwas vom Saatgut voreinander.
und wir in der Hungerqual nicht doch noch darüber herfallen konnten. Eine von uns blieb immer stark genug. Dort hat Natascha viele Talente geschenkt. Sie hatte die besten Verstecke im Drin, war geschickt im Weben, Flechten und Flicken. Sie kannte die besten Plätze der Bieren. Von Mutter hatte sie die schlechten Zähne. Von ihr hatte sie auch die heilende Wirkung der Pflanzen und den Umgang mit Nahrung gelernt. Was sie zubereitete, schmeckte besser als was ich kochte. Das lernten wir, als Gott auch Natascha zu sich holte. Es war 5 Winter und einen Sommer nach Mutters Tod. Natascha hatte sich im Winter einen Husten geholt. Ich legte ihr Kräuter auf, gab ihr sogar Kartoffelumschläge. Aber sie trug den Husten tief in sich, bis in den Sommer hinein. So begab es sich aber, dass sie sehr erschöpft war und Gott sie zu sich nahm. Eines Morgens lag sie wie schlafend in unserem Lager, aber sie schlief nicht. Liebe Gott, die du mal nicht
Natascha weggenommen. Con quanto. Bist du so einsam? Quanto tuo dolore sulla speme del mio cuore. Und Gott antwortete. Questo capo qui. Sorge dich nicht. Passeranno. Sie ist erlöst. Warum, Gott, Natascha, zu sich geurteilt? Ich gehe mal einsam. Jetzt erzählen Sie sich Ihre Träume von letzter Nacht. Dormi dunque, figlio mio. Dormi, dormi. Dormi, dormi. Dormi, dormi, oh, Redentor mio. Zu der Zeit war Vater mit meinen Brüdern auf der Jagd. Es konnte noch Tage dauern, bis ich zurückkam. Ich wartete einen Tag, wusch Natascha, bettete sie und betete. Ich wartete noch einen Tag und betete noch mehr. Ich wartete 3, 4, 5 Tage. Dann sah ich, dass der Körper meiner Schwester nur noch eine Hülle war. Sie war aus ihm herausgewichen. Und er begann zu vergehen. Also ging ich auf den Hügel und hob neben Mutters Grab ein weiteres aus. Am nächsten Abend kamen die Männer von der Jagd zurück. Sie stürmten in unser Dämon und riefen, Natascha! Asja! Denn sie hatten auf dem Hügel schon die zweite Gruppe gesehen, wussten aber nicht, für wen sie war. Auch Natascha bekam ein Kreuz. Ich flocht ihr einen Kranz. Nun war ich die uns einzige Frau. Nachdem Natascha auch bei Gott war, veränderte sich unser Leben. Von nun an ging ich mit auf die kleineren Jagden. Mein Blick war gut zum Ziel und ich hatte eine Gabe, mich im Wald zu bewegen. Vater sagte, ich mache die besten Pfeile. Als ich mein erstes Wildschwein traf, waren die Männer sehr stolz. Mit dem Messer schnitt ich dem Schwein die Kehle durch und dankte Gott. Es war mir weh im Herzen, das Fleisch aber. Nie wieder danach schmeckte irgendetwas so. Es war die Zeit der guten Tage. Es war die Zeit ohne Hunger.
im tiefsten Winter ging Sascha alleine jagen. Er war der kräftigste von uns. Er konnte auch bei großem Frost tagelang im Wald bleiben, ohne Schuhe und nur im Fell gewickelt. Er hatte gute Zähne. Er war sehr stabil. Er hat die besten Fallen gebaut und hetzte auch einen jungen Elch bis zum Tode. Es war selten, dass er ohne etwas Brauchbares aus dem Wald zurückkam. Nikolai hatte schlechte Zähne, aber die Gabe des Feuers. Auch aus der kleinsten Glut konnte er wieder ein prasselndes Feuer erfachen. Als unserem Kessel der Boden durchging, baute er uns einen Ofen, der in der Erde war. Darauf konnten wir auch mit einem Holzgefäß kochen. Unser guter Nikolai machte aus Tierknochen die feinsten Sachen. Nadeln, Pfeilspitzen, Kreuzen. Eines Tages zerbrach er die Klinge unseres Messers. Wir konnten nicht mehr schnitzen. Keine Pfeile mehr, nichts. Das Jagen wurde nun sehr schwer. Es begannen wieder hungrige Zeiten. Es war die Zeit ohne Messer. Und dann fiel auch noch eine Horde Wildschweine in unseren Garten ein. Sie fraßen fast die ganze Kartoffelernte und alles, was ihnen niedrig genug wuchs. Vater war bei seiner Wache eingeschlafen. Wir merkten es erst bei Tagesanbruch. Und es war, als habe Nikolai nicht nur die Messerklinge, sondern auch sein Innerstes zerbrochen. Er nahm die ganze Schuld auf sich, dass wir kein Gemüse mehr hatten, dass wir keine Pfeile und Speere mehr schnitzen konnten, dass die Sonne schien, dass Schnee fiel, dass es regnete. Nikolai schnürte sich alles Schwere auf seine Schultern. Davon fiel er in die Zähne aus und er wurde ganz krumm. Da konnte Vater noch so oft sagen, es ist nicht deine Schuld, Nikolai. Dinge werden alt, sie vergehen. Eine Messerklinge bricht, wenn sie schwach ist. Wir danken Gott, dass sie überhaupt so lange gehalten hat. Nikolai hat ihm nicht geglaubt und Gott nicht gedankt. Und weil ihm die Zähne ausgingen, konnte er kaum etwas zu sich nehmen. Wir ließen ihm alles weiche, aber er wollte keine Almosen. Er lutschte lieber den ganzen Tag in einem Stück Fleisch. Nikolai war wie eine welke Pflanze. Da war kein Lebenssaft mehr in den Blinden. Er starb im Herbst, als der Himmel tief hing. Im Regen hoben wir ihm sein Grab aus, bevor der Frost kam. Wir machten ihm ein Kreuz. Ich wand ihm einen Kranz aus buntem Laub. Nikolai sperrt in der Zeit ohne Messer. Thank you.
Findling, ich weiß, dass du kommen wirst. Eines Tages. Weil schon einmal die anderen hier gefunden haben. Aber das ist lange her. Dr. Jelena Petrov ist gekommen. Und ihr Begleiter Wladimir Sergejewitsch Lukowski. Da waren Mutter Natascha und Nikolai schon nicht mehr. Es war während der Jahre des Hungers. Wir hatten sie schon von weitem gehört und uns im Innern versteckt. Als sie dann zu uns reinkamen, habe ich laut geschrien. Auch Vater und Sascha hatten Angst. Wir haben sehr laut gebetet und Gott um Hilfe angefleht. Dann ist Dr. Jelena mit ihrem Begleiter rasch wieder gegangen. Sie haben sich in einer Entfernung auch ein Drinnen aufgebaut und haben uns gezähmt. Mit dem man Bilder einfängt. Sie haben Vater Sascha und mich hier im Wald gefunden und eingefangen. Im Apparat drin. Ich weiß nicht recht, ob Gott damit einverstanden ist. Aber Dr. Jelena hat gesagt, es sei keine Sünde, im Apparat drin und von dort auf den Bildern zu landen. Eines habe ich geschenkt bekommen. Eine Fotografie. Ich habe sie aber schon vor einer Zeit verbrannt. Es erschien ihr eben doch als Sünde, ein Bild von mir zu haben. Ist es nicht eitel, sich selbst zu betrachten? Darf man ein anderes Bild haben als eines von Gott? Es ist nicht Pravoslavie. Und darum habe ich es verbrannt. Dr. Jelena hat uns erzählt, dass Stadtmenschen einen großen Vogel aus Metall gebaut haben. Dieser Vogel heißt Rakete. Mit dem Raketenvogel sind Menschen zum Mond geflogen. Das soll ich Ihnen glauben. Und ich würde es auch gerne. Aber es erscheint mir so unerhört. Wie sollte der Mensch so etwas tun? Und warum zum Mond? Thank you.
besonder mit Dr. Jelena und Vladimir Sergejewitsch, war ein Volk von Austausch. Wir hatten Freude aneinander. In den Wintern gehen sie in ihre Stadt zurück, weil sie die Kälte nicht vertun. Eines Winters wurde Vater krank. Ich legte ihm Kräuter auf, machte ihn wickeln. Aber es half nicht. Der Stein in einer Vollmondnacht. Der Schnee lag hoch und der Wald war hell erleuchtet. Asienka mein, das war sein letztes Wort. Es war sehr kalt und wir hatten vor dem Sommer keine Möglichkeit, ihm ein Grab auszuheben. Ach so, haben wir ihn draußen hingelegt und mit Schnee eingehüllt und mit Wasser übergossen, bis er ganz mit Eis bedeckt war. So konnten auch die Tiere ihn nicht holen. Sascha und ich allein. Es war, als ob alles zerfiel. Er wurde grob und verdüsterte sich. Eines Nachts hat er mich zu seiner Frau gemacht. Er wollte sich vermehren, weil es in der Bibel steht. Er sagte, wir sterben sonst aus. Vater hat uns immer gelehrt, dass es Sünde ist, wenn Bruder und Schwester sich erkennen. Und nun war Vater nicht mehr da. Und Sascha wurde wild. Wir müssen Kinder zeigen, sagte er. Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr blute, dass ich mich nicht vermehren kann. Aber Sascha verstand nicht die Natur vom Körper einer Frau. Er gab mir die Schulter der Fruchtlosigkeit und schlug mich oft. Das Eis schmolz und Vater tauchte aus dem Schnee wieder auf. Wir hoben ihm ein Grab aus. Ich legte Moos und Kraut hinein. Sascha machte ihm ein Kreuz. Es war mir, als läge liege Vaters strenger Blick auf mir, als wir ihn in die Grube ließen. Wir beteten, lass ab von mir, sagte ich.
Ja, sagte Sascha. Als Dr. Jelena mit ihrer Begleiterin Sommer wieder kam, merkte sie, dass etwas geschehen war. Sie dachte jedoch, es hätte mit Vaters Tod zu tun. Als Sascha über Schmerzen in der Seite klagte, sagte Dr. Jelena, das sind die Nieren. Sie gab ihm Medizin. Oder es würde nicht besser. Sascha wand sich nachts vor Schmerz und verfluchte Dr. Jelena mitsamt der Medizin. In ihm drin wirbelte es, wie das Wasser unter einem Wasserfall. Da bot Dr. Jelena uns an, mit ihr in eine Stadt zu gehen, wo es bessere Medizin und ein Haus für Kranke gibt, damit sie wieder gesund werden. Aber Sascha wollte nicht. Ich auch nicht. Es vergingen keine 2 Monate, da holte Gott auch Sascha zu sich. Ich hob ihm ein Grab aus. Dr. Jelena und ihr Begleiter wollten helfen, aber ich musste es einfach alleine machen. Das war ja mein Bruder. Ich machte auch immer ein Kreuz, wandte ihm einen Kranz. Da lagen sie jetzt alle. Ich war nur die Letzte da, mein Mann. Es wurde Zeit. Die Blätter fielen von den Bäumen. Dr. Jelena Petrov und Wladimir Sergejewitsch Lukowski sind die einzigen anderen, die ich kenne. Als Vater und Sascha tot und schon bei Gott waren, sind auch sie gegangen. Das Land wollte ihnen kein Geld mehr dafür geben, dass sie zu uns kommen. Es wurde uns allen schwer. Mich wollten sie mitnehmen in ihre Stadt. Aber ich habe gesagt, lass mich hier, bitte. Ich gehöre hier her. Ich kenne sonst nichts, außer Gott und diesen Wald. Dr. Jelena hat mir dieses Heft gegeben und diesen Stift. Und ich habe gesagt, es ist gut, geht nur. Geht. Dann sind sie gegangen. Mehr andere sind nicht gekommen. Aber du wirst kommen. Eines Tages. Ich weiß es. Du wirst kommen und mich den Hügel hinauftragen zu den Main-Main. Ich bin alt und schwach. Meine Zähne sind auch alt und schwach. Ich weiß, dass ich den Frühling nicht mehr sehen werde. Wenn du mich findest, bitte, lege mich zu den Main-Main. Ich habe auch mir ein Grab ausgehoben. Vor langer Zeit schon, dass ich noch genug Kraft hatte. Auch ein Kreuz liegt bereit. Es steht hier gleich neben dem Bett. Mein Name steht drauf. Ich bin Asya. Das war mein Leben. Dies ist mein 70. Winter.